bei Shortcuts Top 10 die unbesinnlichsten Weihnachtsfilme. Mein Name ist Tina Kaiser und ganz passend zum Fest zeigen wir euch jetzt gleich die Top 10 der schönsten Weihnachtsfilme. Aber keine Angst, das ist keine besinnliche Liste. Unsere Filme haben eigentlich so gar nichts mit der wahren Bedeutung von Weihnachten zu tun. Was hat man Aschenbrödel, kleinen Lords und Elfen? Ich weiß es nicht. Ich schaue keine Weihnachtsfilme. Also hoch und heilig versprochen, keine Elfen, keine kleinen Lords und auch keine Aschenbrödel. Unsere Nummer 10 stirbt langsam. John McClane, er bekämpft den Eurotrash zum Fest. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew? Mehr als Platz 10 war leider nicht drin. Sorry Bruce, aber dafür läuft dein Film einfach zu oft. Aber gibst du, ihr schaut den Film auch jedes Jahr, oder? Klischee, Klischee, Klischee. Auf der 9. Der schwarze Rächer bekämpft verschneite Pinguine in Batmans Rückkehr. Auf der 8. Black Christmas. Ein Psychokiller schlachtet sich durch eine Studentinnenverbindung. Irgendwie schaut das Ganze aus wie die Erwachsenenversion von Kevin allein zu Hause, nur halt im Blutig. Black Christmas war übrigens einer der ersten Slasher-Filme überhaupt und noch dazu die Vorlage für Halloween. Und der ist ja bekanntlich einer der am meisten kopierten Filme überhaupt. Auf der 7. Bad Santa. Billy Bob Thornton als trinkender, fluchender Weihnachtsmann. Fuck with my beard. It's not real. No shit. Auf der 6, die Kremlins. Nicht vergessen, der knuffige Gizmo war ein Weihnachtsgeschenk. What is it? Auf Platz Nummer 5, Monty Pythons, das Leben des Brian. Es geht nicht um irgendein Weihnachten, es geht um das Weihnachten. Also viel näher kommt man an das Thema wirklich nicht ran. Vielleicht sollten wir das Ostern wieder rauskramen. Auf der 4, das Star Wars Holiday Special, Weihnachten im Hause Chewbacca. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr das Star Wars Holiday Special nicht kennt, ganz einfach, es wurde nur ein einziges Mal im Fernsehen ausgestrahlt und ist danach für immer in George Lucas' Giftschrank verschwunden. Allerdings hat ein cleverer Zuschauer es damals noch auf VHS aufgenommen und ihr könnt es jetzt hier auf YouTube sehen. Auf Platz Nummer 3, soll ich sagen oder auf Platz Nummer 3, Eyes Wide Shut. Tom Cruise und Nicole Kidman beim Ficken. Sehr geil. Warum spielt der Film nochmal an Weihnachten? Ich mag das Wort Ficken. Ich auch, ich mag Bumsen nicht. Ich mag nichts davon. Das war mega trocken. Auf der 2, der Trash-Weihnachtsfilm schlechthin. Santa Claus Conquers the Martians. Der Name ist Programm. Der Film ist wirklich so trashig, dass er regelmäßig auf der Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten auftaucht. Was er mit Weihnachten zu tun hat? Ganz einfach. Nix. Gar nix. Und der unbesinnlichste Weihnachtsfilm aller Zeiten ist der morbide Stop-Motion-Klassiker von Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Das waren sie, die Top 10 der schönsten, weil unbesinnlichsten Weihnachtsfilme ever. Wenn ihr jetzt sagt, wir haben einen ganz tollen Weihnachtsfilm vergessen, dann einfach hier unten posten. Wir freuen uns natürlich über Anregungen, Tipps und Inspirationen eurerseits. Hier ist übrigens unsere Top 10 der letzten Woche. Die hässlichsten Männer, die hässlichsten Schauspieler, scheiße. Die hässlichsten Schauspieler. Und wenn ihr nach so viel Hässlichkeit wieder einen hübschen Mann sehen wollt, dann klickt einfach Nils an, meinen lieben Kollegen hier auf seiner Kolumne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit den Top 10 passend zum Thema Silvester. Ich wünsche euch jetzt ein fröhliches Weihnachtsfest, ganz viele Geschenke, bleibt brav und artig und bis bald.